Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Castelnau im Landwirtschaftssimulator 22. Ja, unser großer. Jetzt kann ich hier schon wieder nicht. Achso, ich bin irgendwie wieder in der Fahrzeugliste drin. Unser großer John Deere mäht hier unser großes Heufeld. Große machen große Sachen. Und wir müssen hier eben den Rest schnell noch fertig kalken, bevor wir dann anfangen, hier Gras zu sammeln. Kalk müssen wir neuen holen, pflügen. Also eine ganze Menge zu tun. Sobald das Gras hier fertig abgeerntet ist und wir gucken gleich mal. Ich hatte befürchtet, dass wir dafür Kalk brauchen. Ich wollte gerade das Versprechen oder die Voraussicht abgeben, dass wir mal einen Tag spulen können. A, aus dem Regen raus und B, um dann zu gucken, was mit dem Mist ist und zu gucken, was mit den Eiern ist und so weiter. Aber wir brauchen... Wir haben kein Kalk mehr, ne? Aber ich schicke nicht wieder den Manitou los. Ich muss beide losschicken. Tja, ein Helfer ist nicht so viel. Wir sind furchtbar allein auf dieser Welt. Forever alone. So, einmal das hier überkalken. Na, das war Quatsch. Habe ich jetzt wieder Kalk verschenkt. Aber Kalk ist auch, das ist wirklich von der... Also man braucht so unglaublich viel Kalk, das ist irgendwie ein kleines bisschen nervig. Ich überlege gerade, wie ich mit einmal... Ich weiß, wie wir es machen. Ich weiß, wie wir es machen. Wir haben ja noch einen. Du kannst das machen. Du fährst ja sogar 50. Der Anhänger, den wir gekauft haben, wo haben wir den hingestellt? Hier offensichtlich nicht. Was ist noch einer? Kleiner Anhänger? Wo haben wir den Anhänger gestellt? Ah, ein Wendekreis. Ich soll trotzdem noch einmal gucken. Ich würde einfach zu gerne sehen, dass hier Mist spawnt. Oh, was ist das? Was ist das hier? Das ist Mist. Ja, Mist. Aha! Es funktioniert. Es funktioniert. Die Gesundheit der Tiere ist auf 12% hoch. Es funktioniert. Okay, also du fährst zum Händler. Und dann müssen wir den hier da so lange abstellen. Ich immer auf einer Geraden. Ah, was schätzt der, wie viel Gras hier rauskommt? Ungefähr 100.000. Ja, dann kann ich drei Anhänger auf jeden Fall... vergären lassen. Zu Silage. Das machen wir auf jeden Fall. Oder vier? Wie viel haben wir?
Stroh haben wir sehr viel, aber es geht um Gras. Gras haben wir gar nicht. Heu haben wir auch gar nicht. Das haben wir alles zu den Tieren geschmissen, ne? Ich glaube, 2 Anhänger reichen. Ich mach 3. 3 war ganz gut. Das sind so 30.000. Haben wir noch 60.000? Das müsste sich ja ungefähr dann ausgehen. Ja, so machen wir es. Also, wir werden jetzt das hier schnell fertig kalken. Und dann überlege ich tatsächlich, ob ich diesen Trecker hier mit GPS ausrüste. Damit wir auch selber fliegen können. Hatte der eigentlich einen Frontlader? Hatten wir 2 Frontlader? Wo ist denn der andere? Ja. Was steht denn da noch so rum, was uns gehört? Ist das Müllfabrik? München? Müsli-Fabrik, ja, Müllfabrik. Wo ist jetzt der Strahl? Die Richtung, die ich gucke. Noch weiter die Richtung, die ich gucke. Die Richtung, die ich gucke. Ah, da war das bestimmt irgendwo hier, ne? Hallo. Baum. Hä? Ja, fahr mich halt über. Also ich würde mal vermuten, dass hier, dass man das, diesen Berg hier vielleicht abtragen kann, Stück für Stück oder sowas. Aber wie finde ich das raus? Ja, ich schätze mal, den kann man Stück für Stück entfernen. Deswegen sind die einzeln modelliert. Durch eine Quest oder sowas. Okay. Wir brauchen für den Frontlader... Wir brauchen für den Frontlader... Backlifter, Dual, ne, wir nehmen Single. Und dann brauchen wir noch mehr Kalk. Wir brauchen Kalk. Kohl und Kalk. Kani, Mineral, Dünger, Mineral, Kalk.
Ja, und für all diejenigen, die sich jetzt denken, hey, was würde wohl diese Folge so machen? Ja, ich sag mal so. Wir machen das mal. Wir machen das vielleicht mal so, dass ich das eben auflade. Ah, zwei wären zu schwer gewesen. Das habe ich nämlich genau gewusst. Ah, der schwimmt schon. Seht ihr das? Ist gerade noch okay. Ein Frontlader-Fett sieht man übrigens nicht so viel. In dem Let's Play habe ich das noch nicht so oft erzählt. Kann ich das noch ein paar Mal erzählen. Also wir machen es wie folgt. Ich mache kurz Pause und lade das auf. Bis gleich. So, und den letzten packen wir noch zusammen drauf. Das mal schnell gemacht. Also wenn ich das in Zukunft einfach auf Band lassen soll und die Folge dafür einfach 3 Minuten länger gehen soll, dann sagt einfach Bescheid. Ich habe das jetzt einmal mal rausgeschnitten. Ich habe übrigens das Gefühl, dass der sich auch schwer tun wird mit diesem großen Gewicht hier hinten dran. Aber ich habe jetzt tatsächlich alle 10 Säcke mitgekriegt. Das ist echt ganz gut. So, wir haben echt 2 Wegpunkte. Lustig. Okay. So, mähen können wir noch nicht. Hier können wir weitermachen. Also, wir werden jetzt den Rest noch kalken, das bisschen, was wir noch haben. Dann mähen wir das fertig. Die sind schon ganz schön leer. Sieht man auch. Finde ich sehr cool animiert. Gefallen mir viel besser die Dinger hier als die anderen Big Packs. So, komm, ein bisschen was muss noch. Super. Noch eine ganze volle, dann können wir das auch abschließen. Ja, 15.000 fürs GPS von dem Trecker. Hätte schon... jetzt bin ich gegen das Mikro gehauen. Sorry, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Einen Trecker bräuchten wir schon. Der hat am meisten... Mensch, warum geht meine Fahrzeugliste nicht? Wir können einmal neu starten. So, kriegen wir das jetzt hin, dass wir das hier auf einmal weggehamstert kriegen? So, ist ausgelassen? Nee. Zack. Okay. Wenn wir jetzt mal schauen. Das ist das Feld Nummer 56. Für das benötigen wir 8000 Liter Gülle. Ja, ich glaube, wir müssen einmal hier noch einkaufen. Ach, 1000 Liter Gülle haben wir nicht, oder? 1000 Liter. Ah, morgen hätten wir 8. Warten wir einen Tag, sparen wir das Geld. Also ich kaufe das GPS-Gerät dann, wenn ich wirklich auch was mit GPS machen muss. Gut. Werden wir als nächstes kalken? Ja, wir werden als nächstes kalken, nämlich das Grasfeld. Also kann ich das da schon reinpacken. Hallo. Zack, bumm. Okay, es ist aber auch ein Schiedwetter. Das Auto wollten wir noch verkaufen. Das Auto ist quasi mein GPS-Gerät. Naja, der kommt hier aber ganz gut lang. Bisschen besser als der. Der Teleskoplader auf jeden Fall. Ja, viel größer darf das aber auch alles nicht sein, was wir haben. Hier könnte man wirklich dann mal mit Doppelanhängern arbeiten.
Das finde ich auch immer sehr, sehr cool. Oh, hier wirklich an der. Geht's denn da eigentlich lang? Ist es hier. Ist es, oder ist das hier alles veränderbar gestaltet? Oder. Also, ich will mich eigentlich auch nicht spoilern lassen. Von daher versuche ich das auch mal selber rauszufinden. Was ist denn hier los? Die Franzosen wieder. Alles voller Essen. Aber ich frage mich tatsächlich, wie komme ich denn an diese Quest, dass ich da irgendwie diesen Berg abtragen kann? Das würde mich ja schon mal interessieren. Muss ich doch bestimmt dann irgendwas für abgeben? So, ich habe die Hüpfhöhe noch auf 48 mal. Was ist das? Eine Biomülltonne? Auch so ein Puzzlestück finden, das wäre extrem gut vom Geld. Ja, der macht das gut. Macht das sehr gut hier. Der Fendt. Die sehen das ein bisschen anders. So viel ist natürlich klar, aber wir haben ja gesehen, wie es aussieht, ne? Wir fahren jetzt hier auch rechts ab. Chateau. Na, fährt auch keiner hinterher, hätte ich auch nicht gemacht. La 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 la. Ich könnte jetzt hier weitermähen, das macht aber eigentlich wenig Sinn. Ich könnte schon ein bisschen sammeln. Ja, wäre echt schön gewesen, das Gameplay, wenn ich hier nicht voll gegen den blöden Zaun geballert wäre, ey. Schade. Aber mit der Musik gerade so herrlich. Und dann, bums. Diabo. Oh nein, jetzt hier noch mein... Fahr wieder von außen. Fahr hier auch voll über mein Feld drüber, würde man auch niemals machen. Stichwort Bodenverdichtung. So, hier ist es im Grunde schon gut, wenn ich was einsammle, weil vielleicht fährt er dann ein paar Meter, die er nicht hätte fahren müssen. Aber wir müssen das ja auch alles von Hand abfahren. Also wenn wir hier eins weggefahren kriegen, haben wir eins weggefahren. Das spart auf jeden Fall auch und hilft. Jetzt berghoch, mal sehen. Und macht er gut. Sehr gut. Das ist unser Ladewagenträger, würde ich sagen. Sehr, 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 sehr gut. So, du bist angekommen beim Hof. Das ist gut. Dann machen wir nämlich Folgendes. Dann verkaufen wir jetzt noch schnell den Wagen. Eigentlich schade drum. Aber hat eine Anhängerkupplung, da könnte man mal. Ja, aber wir verkaufen den. Das, wir brauchen jetzt das Geld. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gewächshaus wäre Stichwort Nummer 1 und kleine Solarplattenfelder wäre Nummer 2. Bitte getrennt, weil bei Solar ist bei mir eigentlich fast ein rotes Tuch dran. Gewächshaus, da könnte ich mich, glaube ich, zu überreden lassen. Wobei ich auch nicht genau wüsste, wo wir das hinstellen.
müsste man vielleicht dann doch ein paar Bäume roden irgendwo. Um das da hinzustellen. Aber wenn es so schräg ist, ist es natürlich auch Quatsch. Also es müsste schon irgendwo halbwegs gerade stehen. Also hier ist doch eine ganze Menge Gras drauf auf dem Feld. Da bin ich nochmal beruhigt. Den Rest machen wir dann zu Heu. So, einmal rum. Hat genau... eine volle LKW-Ladung. So. Eine Sekunde. Also ich muss euch echt sagen, ich habe ganz selten mal so viel Bock auf ein Projekt gehabt wie auf das hier. Man muss da Giants auch einfach mal Lob aussprechen. Durch ihre Möglichkeit, die Modder direkt mit zu implementieren, haben sie einfach ein Spiel geschaffen, was unglaublich viele Spielstunden bei mir schon eine Freude hervorgerufen hat. So, links oder rechts? Wir nehmen das hier. Und das ist schon echt richtig cool. Und ich freue mich auch schon wieder, wenn es irgendwann mal einen neuen gibt. Aber im Moment würde mir außer einer vernünftigen DLSS3-Umsetzung und einem ordentlichen Multitasking gar nichts einfallen, was mir fehlen würde. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das jetzt hier funktioniert. Also, das sieht ja jetzt nicht mehr aus wie Gras. Das wird ja dann irgendwie zu Häckselgut, ne? Eins. Bestand Häckselgut, genau. Das machen wir jetzt dreimal. Aber erstmal verkaufen wir den Pickup. Das macht schon Sinn. Ich bin mehr denn je davon überzeugt. Wir können ihn uns ja zurückkaufen, wenn wir ihn dann wirklich brauchen sollten. 21.000 definitiv verkaufen wir den für die Kohle. So, was gibt es hier noch Schönes? Eine Grube, zwei Gruben. Ja, also absolut liebevoll gestaltet die Karte. Sehr, sehr cool. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach weiteren Puzzleteilen. Hier liegt ein Hammer. Noch mehr Werkzeug. Wir wollen mal dem örtlichen Kit bestabbern Zaun. Okay, gut. Das müssen wir selber machen. Der ist jetzt hier, das müssen wir selber machen. Dann darfst du weitermachen. Sehr praktisch. Ich werde jetzt einfach nochmal ganz schnell... falsche Richtung. Zwei Wagen holen. Es tut mir so leid. Es tut mir leid. So, hier vorne rechts aber dann. Und dann können wir in der nächsten Folge kalken. Wobei, eigentlich müsste man erst die Schwad absammeln, bevor wir kalken können. So, ich fahre direkt auf die zweite Reihe hier. Ja, was werden wir ansehen? Ich glaube Weizen. Weizen bringt am meisten Volumen, also Volumen in dem Fall egal, aber am meisten Körner oder Liter pro Hektar. Und den Hühnern ist das egal, die geben uns keinen Bonus für Gerste. Also machen wir Weizen zweimal. Könnten auch ein bisschen Forst machen, ne?
Und sich das Feld hier mal an... Oh, Moment. Sich das Feld hier mal anguckt. Ich meine, das ist wahrscheinlich mit Wasser und so, aber da könnte man ein Feld draus machen. Mich würde ja auch mal interessieren, wo irgendwelche Hinweise versteckt sind, von wegen... Irgendwo soll doch diese Karte sich dann zusammensetzen, oder? Da stand doch irgendwie, finde alle Karten, um irgendwas sehen zu können. Ich fand das ja damals auf der Nordfriesischen Marsch cool, als man diese Brücke bauen musste. Da musste man ja da auch Sand hinfahren oder was auch immer das war, Holz, glaube ich. Dann hat sich Stück für Stück diese Brücke gebaut. Sowas finde ich immer total cool. Aber ich würde fast behaupten, dass das hier so nicht gemeint ist. Aber irgend so ein Easter Egg muss es geben. Also das ist definitiv hier unser Ladewagen-Trecker, der macht das hervorragend. Oh, seit wann geht die Liste wieder? Der ist das, ne? 131 PS. Oh, macht aber trotzdem gut. Oh, wir reichen uns zwei. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir brauchen Gras für die Schafe, Heu für die Kühe. Dann reichen uns zwei. Weil wir müssen ein bisschen Heu einlagern, wir müssen Gras einlagern. Oh, das hätte ich fast falsch gemacht. Ich hätte jetzt alles in Heu umgewandelt. Ist auch merkwürdig, dass wenn man jetzt hier das Gras ausgibt, dass es dann zu Häckselgut wird. Also eigentlich ist Giants, was das angeht, ja gar nicht so... Also die sind eigentlich detailverliebter, als dass ich denen so eine Schludrigkeit hier zugetraut hätte. So, das soll uns dann erstmal reichen. Wie viel Gras haben wir denn bei den Schafen? Oh, die Zeit ist schon wieder rum. Oh je, oh je, oh je. Das gucke ich trotzdem nochmal schnell nach. Ja, fast gar nichts. Wir donnen uns hier die Haare vom Kopf. Ich fürchte, wir haben nicht genug Grasfelder. Okay. Das soll es erstmal für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.